jetzt an. Okay. Es ist wieder soweit. Time for Prince Amanda Behrens und meine Wenigkeit gucken sich jetzt die Arbeiten von Jürgen Neher an. Aus Heppenheim. Whatever Heppenheim is. Fährt da nicht immer dieser Schubi im Kreis? Ich sag das ja gar nicht. Ja, aber das ist ein Geheim. Wenn, manchmal bist du auch einfach nur dumm. Behindert. Behindert spackig. Ein Otto. Ein Otto. Hatte ich dir mal erzählt, dass in der Schule jeden Tag nachzuziehen? Ich krieg jetzt schon Schmerzen. Warum? Ja. Was denn? Ja, darum. Boxermanufaktur? Was ist das? Ja, weiß ich doch nicht, ist mir auch egal. Aber das ist das, gehört das zu seinem Logo? Wahrscheinlich macht er was mit Autos in Heppenheim. Heppenheim, das ist doch der Dingens, da kommt doch der andere Formel 1 Spasti her. Hallihallo, klasse Aktion ist das. Ich habe da mal meine Mopeds fotografiert. Bin gespannt auf eure Meinung, Kommentare und Kritik. Das Büchlein bitte nach der Aktion wieder zurückschicken. Thanks, bin auch im Netz. Leider. Also hattest du recht mit deinem motorisierten... Nee, aber das ist der Dingens, der andere. Wie heißt der? Helf mir doch mal, der... Fette, kommt der nicht aus Heppenheim? Egal, das mit dem Guckloch ist schon mal ganz geil. Echt? So, das zeigt auf jeden Fall schon mal, dass sich jemand mit dem Print auseinandergesetzt hat und nicht so einfach DIN A4 rein und knall, 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 knall. Aber für mich hat das so einen sehr starken, ich bastel selber ein Fotoalbum. Kennst du, wie heißt der, Safran Foer? Föhr? Der macht so Bücher, der hat ein Buch gemacht, das ist auch, also für mich wo der die Sätze immer so rausgeschnitten hat. Das heißt, du kannst von vorne Bilder auf der letzten Seite sehen und musst dann immer so Lückentext legen. Nicht verstanden. Ja, habe ich mir gedacht. Amandas Haarfarbe ist nämlich gefärbt, sie ist eigentlich blond. Also Mopeds, ich hasse Mopeds eigentlich. Mhm. Ja, schönes Detail, ne? Ja, mach weiter. Oh, nee. Oh, doch. Nee. Oh. Zeig mal, ich möchte Einzelstücke, blablabla. Mach mal weiter. Okay, habe ich jetzt fotografisch nichts einzuwenden, aber langweilt mich vom Thema extrem. Aber sind weil ich da einfach keinen persönlichen Bezug zu habe. Zum Mopeds? Ja, fotografisch gut gemacht. Mir persönlich fällt dazu nicht mehr ein. So. Also was ich sagen muss, ich finde es schön gelayoutet. Dazu stehe ich immer noch. Ich finde, das ist auch der Schwarz-Weiß-Look ist konsequent umgesetzt. Das ist halt wie immer das Problem bei dieser Schrift. Da bin ich immer so ein bisschen. Der Schriftsatz ist eine Katastrophe. Das ist wieder so: Hallo, ihr habt geheiratet, ich wünsche euch von Herzen alles Gute. Das hat ja nichts mit Moped zu tun. Wahrscheinlich baut er Mopeds oder restauriert die. Fotografisch habe ich da jetzt nichts einzuwenden, auch den Schwarz-Weiß-Look. Allerdings sind mir das oft zu viele Details. Also hier habe ich jetzt schon jeden Blinker einmal gesehen. Und jetzt kommt weiter hinten, kommt nochmal eine Seite nur mit Details. Und ich finde auch die Vielfalt der Mopeds fehlt mir so ein bisschen. Die sehen für mich alle gleich aus. Also es könnte jetzt auch eins sein. Und dann haben wir hier wieder neue Details. Ist halt jetzt so unfair, weil wir beide keinen Bezug zu dem Automotive-Gedöns-Ding haben. Ja, das tut mir auch leid, aber ich kann da leider nicht mehr als das zu sagen. Also ich finde es nicht, also ich, wie gesagt, es ist fotografisch sauber fotografiert, aber es ist... Berührt mich null. Macht mich halt auch nicht geil. Also wenn es jetzt irgendwas wäre, was irgendwie einen Turn-Faktor hätte. Aber ich stehe dazu, es ist mit Gedanken angefertigt. Das Guckloch finde ich schön, das macht auch Sinn. Es fühlt sich gut an. Diese Seite ist eine absolute Katastrophe. Und wird auch nicht dem gerecht, was da kommt. Viel Spaß beim Blenden. Aber... Trotzdem ist ja auch egal, was wir sagen. Weil Hauptsache, dir gefällt das. Es tut mir so leid für den armen Jürgen. Einfach weiter. Ich glaube, der ist schon ein Mann. Ja und? Wahrscheinlich. Das tut mir trotzdem leid, weil wir keinen Zugang zu seiner Arbeit gefunden haben. Ja. Einfach weitermachen, wer sich dafür interessiert, wer Motorräder geiler findet als wir, guckt einfach mal im Netz. Wir verlinken das in der Videobeschreibung. Ja, aber habt ihr schönes Buch. Vielen Dank. Cool.